Upsala. Das war der sekundäre Angriff. Wir sind jetzt weggeschossen. Wow. Okay, dann gehen wir halt unten lang. Weg, weg. Gut. Jetzt die Leben gesammelt. Denn wir wollen ja nicht sterben. Ja, nein, das wollte ich nicht tun. Wow. Oh, jetzt habe ich ihn aber ein bisschen brutal getroffen. Ja. Ist ja nur eh. Ist ja nur blöd. Wow, wow. Und ich finde es auch schön, wie die Gegend teilweise so zerstört wird, also die Steine umherfliegen. Leider ist es ein bisschen teilweise keine Stimme, aber ich bin wieder im Spiel. Oh, Leben, Leben, Leben. Leben. Sterben. Leider fast das Ziel in der Dunkelheit. Ich könnte ja auch mal die Flashlight anmachen. So, upsala. Wegstoßen mit unserer Gravity. Ohne. Bist du umsteckt? Okay, dann musst du das rausziehen. Ich bin noch nicht ganz mit der Steuerung vertraut, aber ich glaube, das wird dann auch hier schon legen. Du wechselst teilweise die Tasten. Du musst eine Zeile dann absuchen. Habe ich schon gesagt, jetzt ist das Leben, glaube ich. Ich vergesse auch immer, dass man die Dinger hier wieder ausschalten muss, also diese zu nehmen. Physikstrahl. So nämlich extra noch mal auf die Taste drücken. Also einmal zum Einschalten und einmal zum Ausschalten. Wow, so ein starkes Ding. Ich habe hier nochmal, das geht jetzt ganz schön ab. Also hier oben die Leben. Raus. Ich muss so weg. Ups, da ist jetzt nicht da oben. Hier. So, kannst du den mal da rauf? Oh ne, nee, nee, sterbe ich gleich. Nein, ich will nicht sterben. Nein! So, das war jetzt natürlich extra für euch geplant, dass man auch mal sieht, wie was passiert, wenn man stirbt. Ich renne jetzt hier nochmal durch. Ich glaube, allzu lange dauert das eigentlich. Das ist allerdings nicht hier. Oh, wir sind hier gelandet. So, das Leben. Genau. Und stellen wir uns diesen Typen da oben, der mir so ein Boss gibt. Ohne Ladezeit noch gleich wieder starten. Aber die müssen dann auch weg, glaube ich. Da respawnen die. Weiß. Ich glaube, die respawnen nicht. Oder? Oh! Okay, jetzt bekämpfe ich die aber. So, ich muss jetzt runter. Das ist kein anderen Weg. Nebenschein. Nein, nicht. Nein, 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 nein. Das liegt. Das, ja, toll. Oh, okay, haben wir das halt dann umgebaut, das Ding. Gut. Ah, dort ist das Ende vom Level. Ist einer unserer Astronautenfreunde. Müssen wir natürlich gleich retten, auch wenn er tot ist. Ah, jetzt haben wir das hier so hingezogen, damit wir dann da oben durchspringen können. Also muss ich jetzt mal den Weg da runter gehen. Ja, ein bisschen Rätsel muss ja auch sein. Upsala. Ich will ja dann in die grüne Brühe fallen. So, jetzt sind wir wieder beim Anfang vom Level. Hier nochmal durchlaufen. Wie schon gesagt, spawnen die Monster zum Glück nicht wieder. Das heißt, wenn uns die schon mehrmals aufgehalten haben. So, ups, werden wir schon wieder abgeschossen. Ach, den ignorieren wir jetzt einfach. So, ich glaube, es wäre am besten, wenn wir hier oben lang gehen. Das Ding hier wegstoßen. Wegschießen. Jetzt hier runterspringen.
Oh nein, unser Freund ist tot. Okay. Jetzt schnell das Level Ende. Das war's auch mit dem dritten Level. Wir haben diesmal 5 Minuten gebraucht, sind zweimal gestorben. Haben keine... Wir haben Geheimnisse gefunden. Schwierigkeitsgrad 2 Sterne, weiß ich nicht, was heißt. Total Score 5 Sterne ist ja auch schon. 24 Feinde besiegt und 632 Schüsse abgefeuert. Das ist nicht so eine gute Statistik. So, das nächste Level könnten wir jetzt auch noch spielen. Ich weiß gar nicht, wie lange die Demo geht. Aber ihr könnt sie euch selbst ansehen. Ich schaue noch mal kurz ins Menü. Gibt es ja auch den Arcade-Modus, der aber nicht available ist in der Demo. Ja, der beinhaltet, wie schon gesagt, 4 verschiedene Extra-Modus. Nämlich, jetzt lese ich jetzt kurz ab. Lokal Deathmatch und Koop Survival, Time Trails und Armless Fighting Modus. Armless Fighting weiß ich nicht, die anderen dürften sich von selbst erklären. Hier auch Gamepad und Koop Modus können wir ein- und ausschalten. Exit, glaube ich, brauche ich jetzt nicht fortzuführen. Ich lese euch nochmal kurz die Systemvoraussetzungen vor. Also es dürfte auf jedem PC halbwegs funktionieren, nämlich braucht man XP, Vista oder Windows 7 als Betriebssystem. Als Prozessor einen Dual-Core-Prozessor Intel Dual-Core 2 GHz oder AMD Atel X2 5200 plus 2,6 GHz. Arbeitsspeicher 1,5 GB. Festplattenspeicher 1 GB. Und DirectX 9. Also es dürfte auf den meisten PCs von den letzten 5 Jahren sicher ruckelfrei funktionieren, was auch für ein Handyspiel eigentlich Standard ist. Und das war es jetzt eigentlich von diesem angespielten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier bei ePlay.